Hi Mädels und willkommen beim Speedshop. Ich habe meine andere Kamera am Start, mein anderen habe ich vergessen. Also, wenn Videoqualität jetzt beschissener ist, morgen ist wieder normal, ne? Oder übermorgen oder so, keine Ahnung. Ich bin mit dem Turboschniedel unterwegs. Was? Dem Turboschniedel. Wir beide sind am... Was machen wir überhaupt? Fotos. Wir fahren hier nicht zum Turboschniedel, wir fahren zum Turbogockel. Machen wir. Da, hier. Der gockelt dir eins rein. Ach, hier ist er drauf. Ja, der Turbo... Gurke. Ja genau, der macht Kikeriki auf dem Steuergerät. Hätten wir vorher einen Buckel anhalten müssen. Ja. Aber richtig. Und danach hat er auch Kikeriki in der Haube. Aber voll. Muss mal gucken. Haben ihn eben gegurtet. Gestern Abend noch. Gestern Nacht um 1 haben wir uns getrennt. Ne? Dann Stunde ins Bett, dann los geht's. Ne? Tine und Hans sind auch dabei. Die sind gerade bei Meckes. Wo auch sonst. Wie immer. Ich kann wetten, die 70 Cent, die sie auf dem Los gespart haben, die geben die 100% für irgendwelche Frühstück, Croissants oder keine Ahnung was aus. Das sind Frauen, die geben immer, haben die Geld mit? Ich dachte, die hat eine Karte mit. Bargeld nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal wichtig. Hier, Polska schlaft auch in so einem Popoloch da. Ja, die schlafen im Arschloch, ne? Ja, gestern habe ich einen gehabt, der Zigaretten verkauft ist, so ein Ding. Ja. Der war clever. Ja, und dann gab es einen Spielverderber. Guck mal, links und rechts, Spiegel mit hier Paketband festgemacht. Ist so. Der Plane hinten dreimal aufgeschnitten, aber schon wieder zugeklebt. Das Ding irgendwie geil, ne? Also wenn du irgendwie unterwegs bist als Pole-Monteur. Oder für einen selber, ne? Wenn du so eine Anhängerkupplung hinten mit Trailer dran. Ja, dumm wird's nur, wenn ein Baum umfällt und da direkt drauf und du bist direkt tot, ne? Das ist ja nicht so geil. Das stimmt. Oder wenn du rennfurzt. Ja. So, ich muss noch eine rauchen. Mach das. Vor allem der einen zurecht. Ja, das ist halt hier. Ja. Hier Turbogolf von Rufen mit, hätte ich so sagen, jetzt richtig abgestimmt. Auf jeden Fall wird er turbogockelt, er bleibt noch ein paar Tage da danach. Das dauert ein bisschen länger, die ganze Aktion. Ja, und ich bringe ihn halt dahin, ne, mit diesem Hyundai. 600 Kilometer sind das, 615 Kilometer, die wir jetzt fahren. Die Leute hinter uns, die gucken uns an und denken, ey, was ist das denn für ein Spinner hier mit der Kamera? Ja, ja. Das ist normal. Will der hier meine Hunde filmen? Ja, wir machen jetzt Dokumentarfilme. Ja, ist so. Über Hunde. Auf Wiesen. Original. Ich würde sagen, wir unterhalten uns einfach über Hundekot diversen, ob hellen oder dunklen. Also ich find den hellen stinkender. Der dunkler, desto besser. Der ist so. Wenn du ihn durchbrechen kannst, ist er gerade noch gut. Gefährlich wird's, wenn er flüssig ist. Da darfst du mir einen anfangen. Nee? Das darfst du auch nicht anfassen. Mit dem Geruch kriegst du ihn mir wieder von der Hände. Ja, was will ich gerade ein Fachgespräch daraus? Mutig ist nur der furzt, obwohl er Durchfall hat. Naja, egal. Unterwegs, die wurden schon gesichtet. Ja, wir wurden auch schon gefilmt. Gerade eben, vom Rastplatz runter. Und 2 Minuten später hast du eine Instagram-Nachricht gehabt mit dem Video, ne? Ja. Hier, guck mal. Pass mal auf, das Auto hier. Das Autopilote von selber. Guck mal, wenn ich das Lenkrad loslasse. Ja, du musst mal Richtung Spur fahren. Ja, warte, ich geh mal ein bisschen beiseite, warte. Der regelt gleich selber nach hier. Komplett von alleine. Brauchen wir nur noch einen Fahrer, aber irgendwann zeigt er eine Hände ans Lenkrad. Ja. Ja, du siehst ja, wenn du so einen Kram gewöhnt bist irgendwann, siehst du ja das Lenkrad, wenn du so einen Kram gewöhnt bist irgendwann, ja, und dann kannst du auch kein Auto mehr fahren irgendwann, das verlernen die doch. Mit ganzen Parkhilfen drin und sowas. Das Ding sagt dir doch, was Phase ist, wenn du irgendwo hinfährst. Ist so. Ne? Und wenn du jetzt hier sowas nur fährst und danach gehst du in so einen alten Rocker rein, wie wir immer fahren, das ist vorbei. Ja, ohne Servo und dann sowas, ne? Ja. Ja, mal gucken, ob die Typen da wiederkommen, ich bin gespannt. Irgendeinen silbernen Wagen vor der, glaube ich. Da kommt ein schwarzer Wagen. Wäre gespannt. Ja, sind ja auffällig mit der Ding hinten drauf, ne? Bis zum geht nicht mehr. So Mädels. Wir sind jetzt in Hessen. Bist du jetzt Hesse? Hessen. Hast du denn schon gegessen in Hessen? Nee, noch nicht. Nee. Natürlich McDonald's. Dann halt der Fresse. Ja, haben wir noch. Alle noch nicht gegessen. Wo wollen wir denn essen gehen? McDonald's. Genau. Badabababa. Ich liebe es. Für die Werbung will ich 1000 Euro haben, danke. Minimum, da kriegen wir beide eine Goldcard für. Ey, die will ich auch haben. Ja, hier, Tanzverbot hat seine verloren. Ja, ja. Hab ich gesehen. Ich spezial. Währenddessen Tine ausgeschaltet. Ja. Eben, das ist noch ein Schlafbesser. Ich muss jetzt so einen Schlafbomb machen von Tine. Oder wie ich die Nase so filme von innen und sowas. Weil die mich letztens so geärgert hat. Das ist der gleiche Zeit bei Mama. In ihrem Video. Nee, egal. Auf jeden Fall haben wir noch 200 Kilometer. Ja. Immer weiter Richtung Süden. Frankfurt vorbei. Und dann kommt bestimmt ein McDonald's. Den nächsten McDonald's krallen wir uns, ne? Ja. Mach immer Karte auf, wo ist McDonald's? Umfahrungsroute.
würde ich dir sogar noch zutrauen, ja, damit du ja nicht anhalten musst. Ja, ich bin LKW-Fahrer. Ich bin ja nicht gewohnt anzuhalten. Wenn ja, ich, ja. Wenn du gleich diese Essenstafel siehst, dann wieder. Oh. Da wird dir selber wieder groß. Oh. Ne? Ja. Das Beste ist, er will ausgeben. Das heißt, ich muss nicht mal die Essenstafel selber bezahlen. Ja. Da wächst der Bauch. Das gehört dazu, ne? Mal ja. sehen, ob dann noch ein nächster McDonald's. Guck mal, erstmal, wir haben jetzt eine relativ ebene Fläche. Jetzt gehen wir mal im Gas mit dem Ding hier. Leute, der läuft bei dir gut, der Wagen. Kannst du aber, der will. So mit Trailer hinten dran, hundertprozentig. Ja. So zu wenig. Plastik muss weg. Ja. Plastik entfernen. Ja, wenn du das ganze Plastik hier wegmachst, dann bleibt hier nicht mehr viel über von uns. Das ist das Problem. Und der reicht ja nicht noch Trailer zu ziehen. Ist er ein Fahrrad? Ja, dann ist er ein Fahrrad. Auch sonst geht er. Wo ist denn McDonald's? Ja, überall. Wir stehen da jetzt. Wir haben ein Schild hier. Oranienstadt Dillenburg. Ja. Was sind Oranien? Sind das Pflanzen oder Blumen oder sowas? Ne, wie heißt die denn noch? Ne, Gorane? Wie heißen die Blumen denn noch? Geranien? Geranien weiß ich ja, aber Oranien sind das. Das hört sich irgendwie an wie Ja, deswegen frage ich. Das ist irgendwie die sexuelle Variante davon. Denk dran, du hast keinen hier Weitwinkel, ne? Doch, ich hab Weitwinkel. Echt? Ja. Mit der Kiste? Ja, hundertprozentig. Ich hab's eingestellt, wenn ich. Ich hab keine Ahnung, die andere kann man auch vergessen, ne? Die lag noch in der Halle und wäre ich dann gestern Abend um 1, wo wir den Golf aufgeladen haben, da haben wir richtig Nachtaktion noch rausgemacht, wäre ich dann aus der Halle gefahren, dann hätte ich heute Nacht gar nicht geschlafen. Ne, ich habe auch nur wie 2 Stunden oder so gefahren. Ja, 2 Notstunden und los geht's, ne? Die Ruhephase nennt man das. Du, das ist, also 2 Stunden gehen auch notfalls, ne? Aber nicht immer. Das ist in Dillenburg. Dillenburg in Hesse. In Hesse. Und bald sind wir in Heilbronn. Bei der Boxe. Bei der Buga. bei der Buga. Genau, bei der MP3-Radio. Alles dabei. Golf 3R gibt es hier auch am Start. Ich mach richtig Bass, richtig Dampf. Und wir kreien uns jetzt wirklich. Da sind Autos, die haben Dampf. Richtig Dampf. Original. Nicht schlecht. Der war original, ne? Also ich find mal Zeit, dass dafür mal hier definitiv eine Radioshow machen oder so. Ja. Das wäre lustig. Die Golf 3R Comedy Show. Cool. Ja, original. Beim Golf 3R gibt es übrigens auch den einzigsten Golf 2 Kombi. Der Kombi. Ja, genau. Die Kombi. So, ab geht's, weiter geht's. 204 Kilometer. Und? Giraffe. Show. Einmal goldene Schwalbe. Komm sofort. Goldene Möwe. Goldene Möwe geht auch. Donald! Ja, klar. Und gleich siehst du so. Wieder oben hier, der Bruch der Hild. Der steht auch gefährlich. Wenn der LKW noch weiter wegfährt, dann... Der hat er richtig ab. Der lebt gefährlich. Wie schon schief gehen. Im Gang raus immer eben anstupsen. Und nichts los hier bei der Firma hin, ne? Schaltanlagen, keine Ahnung was. Ja, da ist der letzte Schalter gelegt. Auf aus! Extra Wunsch mehr Griff. Western, Zwiebeln, Spiegel, Bacon, Chili, Jalapenos, Western, Zwiebeln, Gurkenscheiben. Oh! Mir geht nicht. Dann sind wir da. Ist halt nicht geil, ist da. Die R auch, die neue, ne? Ja, die gute. Ich hab gerade die gute, ich hab die Profikamera. Die ist doch von Ludwig. Die da? Ne. Ne, die ist nicht von Ludwig. Ne, die hab ich neu gekauft. Das ist neu gekauft. Genau schon. Basit, ich hab Rufen abgeliefert. Oder wir haben's getan. Mhm. Aus Respekt vor den Kundenfahrzeugen, die da stehen, hab ich da jetzt nicht gefilmt. Aber ich denke mal, da werdet ihr bei dem neuen Kanal von Turbo-Gockel, Turbo-Gockel, wisst ihr Bescheid. Sehen, ne? Aber hier, kein Beweis. Ich habe eine Giraffe mit Turbogockel aufklebern. Original! Jetzt fahren wir mit dem Ding wieder zurück. Anna hat mir das zwei organisiert. Das stimmt.
So, wir googeln jetzt, gucken jetzt weiter. Ich möchte nach Marc, nach Kartech. Wir können gehen, weil du bist eingeladen. Ich muss selber Fleisch kaufen. Marc, schäm dich. Warum kaufst du kein Fleisch selber? So, auf geht's dahin. Und der sollte sich lieber alleine Fleisch kaufen. Genau, der sollte uns unser Fleisch kaufen. Ja. Hanna hat ja nicht Unrecht, ne Marc? Das Fleisch kostet eine Mark. So, bis gleich. Wir sind in Frankfurt. Da hinten ist ein Flugzeug. Da links ist irgendwo der Flughafen. Ja, ne? Dann haben wir jetzt noch 251 Kilometer bis nach Viersen. Ne? Da, also Ecke Viersen, wo Marc halt wohnt. Wenn wir Marc da treffen für eine Stunde oder irgendwas, Kai ist, denke ich mal, auch da. Ne? Und hier, ja, dann geht das schon wieder weiter. Dann fahren wir nach Hause. Dieselbe Strecke. Ist das nicht schön? Tag ist lang, aber egal. Wir ziehen durch, wo wir angefangen haben. Auch wenn wir ein bisschen spät dran sind heute, finde ich persönlich. Wir hätten dann noch früher losfahren sollen, wa? Weil ich gar nicht geschlafen. Wird schon schief gehen. Naja, ich habe auch schon auf dem Tacho jetzt stehen. 6, 7, 8 Stunden? 9 Stunden? Ja. In der Panne. Hat kein Öl gehabt, hast gesehen, Öl da gekippt. Fahren und wir fahren, es ist schon wieder später. Nein, das sagt der Peter. Nein, das ist abends. Ist so, ne? Ja. Noch 100 Kilometer, dann sind wir bei Marc. So muss das sein. Aber wenn Navi doof ist, sind wir jetzt mitten in Köln. Komplett. Jetzt wird auch ein Opa in meinen Trailer reingefahren, aber es ist nichts passiert. Den habe ich ziehen lassen. Ich hätte ihn auch auf seine Unterhose verklagen können, aber habe ich nicht gemacht. Ja, jetzt fahren wir gerade durch Köln. Hier, fahren wir gerade über den hier. Ist das Rhein? Ist das, glaube ich, in Köln, ne? Und da hinten ist der Kölner Dom. Das kann man, glaube ich, auch sehen. Dass ich die Kamera sehen kann, aber da hinten ist es. Ja, Leute, so ist das Leben, ne? Leben und leben lassen. Ich glaube, wenn ich in Opa reingefahren wäre, der hätte mich nicht ziehen lassen. Aber egal. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind aus Köln raus. Köln-Deutz war nicht gut zu uns. Aber wir haben es geschafft. Ja, verwirrte Opas, die irgendwo reinfahren. Enge Brücken, hupende Leute, ein drum und dran. Aber ja, ist ein Problem. Wenn ihr Navi habt im Auto, programmiert das niemals auf die kürzeste Route, sondern immer auf die schnellste Route. Weil kurz ist für den leicht hier Innenstadt. Da ich so einen Schnickschnack nicht im Auto habe normalerweise, habe ich da nicht dran gedacht. Und habe mir selber das eigene Fleisch geschnitten. Nur eben dazu, gut gemeinter Rat vom Gurkenkönig. Jetzt nach 50 Kilometer sind wir bei Marc. Endlich. Aber ich schätze mal, da wird keine Wurst mehr zu wenden sein für uns. Glaube ich nicht. Weil wir hätten vorher einkaufen müssen. Und das haben wir natürlich nicht geschafft, die ganze Scheiße. Der Tag heute nicht so ganz glatt lief. Deswegen werden wir wohl Hunger müssen. Jiha. Wir sind angekommen. Alter, die filmen sich jetzt ja alle kreuz und quer. Pass mal auf. Das kommt das YouTubers Shootout. Richtig, ich schmeiß einfach mit meiner Kamera jetzt ab. Hier. Hm. Alter, Karl hat mich gedacht. Was machen Sie hier? Dich filmen. DSVGO und so. Na, hast du meine Erlaubnis? Ja. Das Ding ist echt klein. Ja. Gegenüber das Monster hier. Ja, das sehen wir. Die ist aber neu. Die war vorher mal weiß. Das war eine Ersatzkamera. Die andere habe ich in der Halle vergessen. Oh. Das ist ein YouTuber. Bester. Alle mit Kamera hier. Alter, ich habe den VR6 von Rufen. Den habe ich nachts um 1 aufgeladen. Ja, und bin morgens um 5 aufgestanden und losgefahren. Ja. Ja, da fahr ich und doch nicht gestern Abend noch gestreamt. Immer. Ja. Mit oder ohne Hose. Und deine Gurken-Buddies kamen zu mir. Nach deinem Stream. Ja? Ja. Ja, siehst du? Auf einmal kamen die ganzen Gurken im Chat geflogen. Ja. Ja, ist so. Muss so. Wer ist die Community ever? Schreib ich einfach. Ja, besser als deine, wa? Guck mal, hat der gesagt. Ich runtergeladen, womit das funktioniert. Ja. Aber so mit Asbach Ohr als Virenkasse hast du echt geil, ne? Ja. Das ist echt schon, so einen habe ich zu Hause auch. Ja, so langsam wird es ein bisschen eng mit den ganzen Erweiterungen jetzt. Das ist Tuning. Vor allem, ich habe bei mir zu Hause habe ich die Idee reingepackt, da habe ich einen Schalter in der Mitte. Kann ich immer so reindrücken. Das sind sozusagen die Variante zwischen alt und neu. Doch, die hast du mir auch geschickt, diese Sicherung. Ja, aber das macht ja keinen Zweck, damit den eh austauschen. Ich habe auch noch normales Geschmack, falls du was anderes kriegen musst. O-Saft habe ich auch noch da. Ja, bist du, wie lange habe ich auf dem Wiese gewartet? Seit heute Morgen neun. Ich war schon um 9 hier. Ich war auch 4 ja. Jetzt. Jens war der Einzige, der cleverer war. Spätschicht, ne? Ja.
Nee, wir haben heute Morgen eben den Motor ausgebaut und dann haben wir gewartet die ganze Zeit. Aber immerhin habt ihr den Motor ausgebaut. Ja, aber ihr habt noch kein Getriebe eingebaut. Nee, das Getriebe liegt da hinten. Ja, mein Kollege hat da keine Zeit mehr und ich wollte es nicht reinmachen. Oh, ja. Alter, der Schlachter ist besser wie die Autos, die ich selber besitze. Alter, das ist doch kein Chaos. Allein der Drosselklappen-Kobold, der hier drin sitzt, der kommt. Ah! Ja, aber ich denke mal, von Pontiac ist größer, oder? Nö, optisch nicht. Ja, gut, allein ist die Ansaugbrücke ist schon fett von dem Ding, ne? Aber guck dir mal an, warum hat man so einen Kopf rot an? Ja, weil man behindert ist. Der hat einen roten Kopf. Aber guck mal, der mit LPG drin. Was ist das für eine geile Karre das ist? Kannst du doch nicht schlachten. Was war denn damit? Kratzer an der Seite. Der hat erstens einen Unfall gehabt. Das ja. Hat gut, das Druck geschrieben. Ja, Mann. Also hätte ich wieder ein neues Gutachten schreiben müssen, damit er wieder auf die Straße kann. Ja. Rostbeweis. Also jede Kante unten durch. Ach so. Also war halt papiertechnisch scheiße. Ja, ja, genau. Schade eigentlich, also ich finde, also das, was der so an Rost hat, das ist bei mir eigentlich Normalzustand. Ja, aber guck mal, es wurde halt alles gemacht hier, ne? Aber? Ja. Ich mache immer, weißt du, ich sehe ein kaputt, total totes Auto immer, ne? Ja. Und dann sage ich immer, guck mal, wie gut es ist. Und dann mache ich den Bordwerkzeug immer auf. Ja. Und der Bordwerkzeug vollständig ist wieder restauriert. Ja, guck mal. Gucken wir rein. Ja, schon lange auf. Ah, das. Ah, guck mal, nee, hier, die ist noch gut. Ja, ich habe ein bisschen schon was geklaut. Das hast du nicht vergessen, Mann. Nein. Das ist Qualitätswerte, da steht sogar Heiko vom BMW drauf. Ja, aber warum soll ich das denn vergessen? Ich mach die Heckklappe doch ab. Ah, der LPG-Tank da drin, der will keinen Schraubplatz haben. Das ist nicht ganz lötig. Aber hier, die Scheiße sind Ventil, bei mir kaputt. Da habe ich noch was einen Trabi-Schalter eingebaut, bei meinem damals, wie das auch funktioniert hat. Also ich will sehr wahrscheinlich den Tank bei mir einbauen, weil ich habe noch einen Uralt-Tank bei mir. Ja. Da ist das Multiventil unten an der Seite. Das ist nicht schön. Nee, das ist nicht vor schön. Allen Dingen haben die Scheiße gebaut mit der Rattenmulde unten. Ist ja alles kaputt geworden. Mhm. Habe ich ja schon gepflegt, quasi neue Bleche eingebaut. Ja, klar. Macht das schicker. Das muss sein. Da war noch ein Afterparken drin, den brauchst du gerade auch noch mal mit einer Kiste. Yeah, ja, die vergisst du nachher. Die brauchst du für die Kiste. Die brauchst du auch für den Afterparken. Ja. Wo ist die Zange? Ja. Tasche? Der liegt da drin. Nehme ich mal in Sicherheit, ja? Vor allem der Stubentisch ist auch gut, ne? Das macht man so. Alter, die Katze hat aber echt Paddingen. Ja, die Katze hat ein bisschen Paddingen. Aber die Halle ist geil, Mann. Die ist echt geil. Ja, ich mag die. Wir haben aber persönlich vom Parkplatz her, vom Parken nur. Ja. Weil die ist so klein. Ja, zum Sammeln, ne? Ja. Zum Vollmüllen wollte ja, ich sagen. Ja, genau, zum Vollmüllen. Ist wirklich so. Ja, geht aber. Ganz ehrlich, wenn du mal guckst, wenn du die Bühnen jetzt wegrennst, ist die genauso groß wie deine. Ja, kommt hin. Für die eine Etage noch. Die kannst du hier noch aufbasteln. Ja, da kommt ne? Doch bald. Machst du noch eine drauf. Genau. Will ich auch so machen. Ja. Wieso kannst du noch genug Autos hin? Also hier kriege ich locker vier, noch drei hin. Ohne warte. Probleme. Also, warte mal, können wir mal kurz gucken. Wir gucken mal, 2 Meter pro Auto, was das ein Auto hat. 2 Meter, ne? Ungefähr, ja. 2 Meter, okay. Ja, aber die können doch näher aneinander geparkt werden, wenn es sein muss. Ne? Ja, klar. Ich rechne ja gerade nebeneinander geparkt. Ja, guck mal, ein Auto, 2 Autos, 3 Autos, 4 Autos und du kommst doch raus. Reicht doch. Also ich sag 5 gehen da hin, ohne Probleme. Und noch 6 Mopeds. Und einen Trabi, den kannst du da oben drauf packen. Ja. Die Halle ist geil, die ist echt nicht schlecht, Alter. Die Lage ist ganz gut, ist schon ruhig hier. Ja. Kannst nichts zu sagen. Nach hinten kann ich und die Beleuchtung, die ist gut, ne? Ja, die hat der Karl aber auch gemacht. Ne? Richtige Aufwertung für die Halle, ohne Scheiß jetzt. Ja, ich meine, die Dinger waren drin, wir haben die nur so umgebaut, dass sie für uns passen. Weil diese Linien gingen komplett durch bis vorne. Ja. Aber die wären ja genau über der Bühne gewesen. Ja, das ist deswegen vergessen. Deswegen haben wir die halt in die Mitte gemacht, ging aber leider nur so. Ja, aber geht aber, das ist doch... Vernünftiges Licht. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist super, ne? Das ist nicht wie bei mir, irgendwelche Lampen, die ich gefunden habe, mit Kabel und der Decke gefunden und fertig ist. Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, die Lampen, die jetzt hier sind, waren alle drin, außer die beiden da vorne. Auch nicht schlecht. Ja, willst du mehr? Ist doch geil. Ja. Und wir haben gar nicht so viel neues Kabel drin, ne? Nicht schlecht. Nagelneue Bühnen hier am Start. Ja, die hatte ich davor, ja. Ja, die andere ist neu geholt, ne? Alter Schwede. Lässt sich nicht lumpen, Schatzi. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir lassen. Also hier, KTech abonnieren, der hat eine geile Halle und hat eigentlich auch geile Autos, obwohl ich ihn auch geil finde. Ne? Ich habe den ja nochmal draußen stehen. Lass ihn doch einfach in meinen 318 Ib einbauen und dann hier mit deiner Bremse. JP-Style. Ja, okay. Nein. Na, aber du hast ja schon die 318 Ib-Bremse. Der hat die 316 Ib-Bremse drin gehabt. Ja, das läuft aber. Ich hab hinten Scheiben. Das ist die gleiche. Nee, wobei, stimmt, der hat hinten Trommel. Das reicht. Ja. Ja, stimmt. Ja, du hast ja das Kabel automatisch hinten. Ich hab Scheiben hinten. Ja. Nee, aber ohne Scheiß jetzt. Weil der, was kriegst du für so einen Motor eigentlich? Ich weiß nicht, kommt einfach je nach Zustand. Der lief ja, ne? Ja, der lief ohne Probleme. Also der lief komplett ohne Probleme. Ich denke mal zwischen 1000 und 2000 Euro. Schätze ich auch, die Dinger sind nicht billig, ne? Ja, das ist ja kein... Das ist das Ding, weil der schon E-Gas und alles hat, ne? Das ist ein geiles Auto. Das war mal ein geiles Auto. Ja, die Euro 3 hat ja, kannst du auf Euro 4, glaube ich, sogar.
mit hier Sekundärluftpumpe, bla bla, Vorwärme, etc. Schade, dass sie ihn totgeschrieben haben. Lohnt sich Papier, aber der Kratzer ist so. Für den Verkäufer hat sich natürlich richtig gelohnt. Der war auf Probefahrt. Ja. Ich wollte ihn verkaufen. Ich habe ihn gesehen bei Kleinanzeigen. Ich wusste, weil mein Kollege einen gesucht hat. Stand für 3 drin oder so. Ja. 3,5 oder so. Eigentlich ziemlich günstig schon. Ja. Und der ist dann wollte jemand kaufen, ist mit dem Probe gefahren, dann ist mit einem Oma reingefahren, Vorfahrt genommen. Oh, geil. Dem Probefahrenden. Scheiße. Ja, der hat natürlich die Versicherungsnumme kassiert, locker. Ja, ja. 4,5, was auch immer, keine Ahnung. Ja, und ich habe ihn noch abgekauft. Und du hast für den Rest halt gekauft, die Kiste wahrscheinlich. Für den Restwert plus ein paar Mark oben drauf, ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Nee, oh, das ist für also mich, ohne Scheiß, für mich ist das nicht mal ein Schaden, das gucke ich mir gar nicht an, wenn ich mein Auto kaufe. Aber das Krasse ist auch, dass der Doppelverglasung und alles, ne? Ja, die Karre ist echt geil. Ja, das war mein Auto. Das ist ein Auto. Warte mal, was er den neu kostet. Oh, schön, das E36 Lenkrad. Ja, das ist das Einzige, was du zum Lenken hast gerade. Aber das ist eh nur so ein bisschen abgegrabbelt, das geht ja fast noch. Ich war vorher im Kübel drin. Ja? Das ist lecker mit dem Kübel so. Richtig kübelig. Ja, ich habe im Kübel einfach ein altes Vorfängsluft eingebaut, das vom E39 passt auch. Hauptsache der Zahnkranz passt, ist aber egal. Ja, das wäre mir bei dem aber auch egal, hätte ich drauf geklopft. Das ist ein geiles Auto, so ein E39, ich habe schon mal lange drüber nachgedacht. Ne? Also vor allen Dingen, ich sage dir ganz ehrlich, also jetzt mal wirklich ohne Spaß. Ja. BMW oder VW, wir haben an dem heute geschraubt, gut, mega. Ne? Ja. Aber der ist so schrauberfreundlich. Allein, guck dir mal das hier an. Komm mal. Das ist so was, wirklich dieses Auto wirklich liebe. Ja. Benzinleitung. Ja, die ist schön oben dran. Guck mal hier. Da kannst du mit arbeiten. Ja, vernünftig. Sowas, ne? Schnellverschlüsse, also ja. Benzinleitung. Ist doch geil. Überleg mal, warum macht man Schnellverschlüsse an der Benzinleitung? Ja, um die Benzinkreis zu checken. Ist doch gut. Aus, dass man das Ding mehrmals ein- und ausbaut. Ja. Hat da auch schon was kaputt gedacht. Auto schon nicht schlecht. So, ich habe schon alles gehabt, ne? Aber ich sag mal so, hier 5 hat bei mir bei E34 aufgehört. Ja. E39 noch nicht auf den Zahn gehabt bisher. Ich hätte nicht gedacht, dass ja, aber so muss ich sagen, weil das halt auch das ist so das Pendant gegen den E30 ist, ne? Der ja. E34. Ja, ist so. Außer Kombi, den finde ich nicht schön wegen der Heck. Ja, ich hab früher selber eine Limo gefahren, 525 mit Warnus. War ein geiles Auto. Aber war doch schon Facelift in der Warnus hatte, ne? Ja, ja. Richtig geil. Das war ein schönes Auto, aber wie gesagt, weißt du, wie das ist. Ja, so viel zu der Kiste, ne? Ja, falls ihr mal einen Motor braucht. Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, hier. Er hat den Preis schon gesagt, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht genau, ne? Aktuell, Laufleistung ist dann ein bisschen... Ah ja, plus 200 Euro mein Anteil. Provision muss ich hier bezahlen. Muss. Ja, der hat aber auch viel neu bekommen, ne? Also das ist so krass, was der neu gekriegt hat. Vor allem hier, das ist 100% die Bremssattellack, bin ich mir ganz sicher, wenn man das so anguckt. 100% gepinselt. Ja, das hast du, ist gesprüht. Guck mal, das hat er nicht mit angesprüht. Ja, stimmt. Du? Aber guck mal, die kannst du so abmachen eigentlich. Okay, boah, die ist echt fest. Ja, die ist gut. Die ist richtig fest. Hätte die abmachen können, hätte die richtig... 100%iges Ding. Bam, runter. Karl, bitte lass dies. Karl, du kriegst schon Angst. Ah, die Bühne ist cool. Auch so eine Bühne. Aua. Mama hat so ein Pudelbild da unter. So ein Kasten. Welchen Kasten? Was? Flüssigkeit. Ach so, die sind hydraulisch. Ach so, okay. Was denn? Die hydraulische Bühne. Das ist eine hydraulische Bühne. Ach so, genau. Das ist ja? Keine Schwindelbühne, wo da genau. So eine Gewindestange quasi. Nein, bei uns haben wir ja schon diese Schneckenbühnen. Ja. Die laufen gleichzeitig und laufen auf der Kette unten lang und lässt sie zusammenlaufen. Ja, das ist halt so hier die gleich. Die Stahlseite, ne? Ah. Hier drin. Ja. Hier. Ah. Die sind meine Einsen und so ein Ticken besser. Welche? Ja? Also ich finde die alten Bühnen persönlich besser, wenn ich ehrlich bin. Ja, das sind viele ja? Leute, die sagen, dass halt die alten Spindelhebebühnen besser sind, aber die sind halt wartungsintensiv. Ne? Muss halt immer ja, gut, unser Uhr steht schon 40 Jahre in der Ecke rum, die geht immer. Ich habe Jens eben zum Beispiel... Wartungsintensiv, die haben wir vor 20 Jahren mal geölt. Ich habe Jens eben zum Beispiel gezeigt, was der Vorteil von der Bühne ist. Ah, früher jeden Tag von der Nadel war. Ja, früher. Mittlerweile ist das Ding mal rumgammelt. Oldtimer. Ich finde die Bühne geil. Will ich mir auch noch anschaffen mal irgendwann. Aber hier definitiv nicht in meiner jetzigen Halle. Ja, nicht in meiner jetzigen Halle. Ja, wollte ich gerade sagen. Oder eine mobile Bühne. Mal gucken. Aber du bist doch aufstrebender YouTuber, da kommt dabei was Großes. Der Bauch wächst vielleicht, das war's, ja. Ja, ich hätte noch so für 1-2 Autos hier Platz, du kannst gerne einziehen. 1-2 Autos ist ja gut, dann nehme ich ja das Außenlager. Schatz, hier, wir haben einen Trailer dabei, wir gehen jetzt eben Autos sammeln und dann stellen wir hier so Bude voll. Hier ist einfach irgendwelche Autos von außen sammeln. Das ist wirklich so. Das glaubst du, wo ich hinten bei Gockel war, erstes gemacht, über Kleinanzeigen geguckt, ob ein gutes Auto da ist. Ja, das war so klar. Aber bevor ich leer zurückfahre, dann habe ich hier nochmal bei euch geguckt, ob hier was ist, aber ich so scheiße. Ja, Saison ist momentan den Arsch. Das Problem ist, bei Kleinanzeigen, wenn du hier bei mir suchst, ist das Problem, da du zu nah an der Grenze von Holland bist. Du kannst nur in die eine Richtung. Ja, genau. Das ist bei mir in der Nordsee genauso.
Viele Autos habe ich immer in Bayern gefahren. Genau. Immer runter nach Bayern, kaum nach oben. Genau. Also euch nie, immer nur Bayern. Ja, ist so. Das ist übrigens der ASCII-Fan. Wisst ihr Bescheid? Ne? Auch mit Bauch. Auch am Start. Alle sind mit Bauch. Wer ist hier ohne Bauch? Haben wir eine Frau, die hat keinen Bauch. Ja, hier, der Fame Macker mit so einer schönen Frau ohne Bauch. Wie hast du mich nur gesehen? Wie ist einer von euch beiden? Oder? Erlegt? Verblieben sich erlegt. Ja, ich hatte da Drogen gesetzt und dann bist du mitgekommen. Ja. Sollen wir euch allein machen? Nein. Wir haben auch noch die Couch ist da. Ich kann da noch filmen. Wir können auch lass die Skyer gehen, kein Problem. Das ist die typische Couch. Ne? So, wo ist der Grill? So Mädels, wir sind jetzt im Emsland, bei Emsbüren, auf dem Autohof und haben ein bisschen Diesel nachgetankt. Hier, pass mal auf. Das ist mal ein bisschen so energymäßiges, ich bin auch schon satt. 1500 Kilometer oder was am Fahren. Ist die rausgefahren? Tatsächlich. Wollte ich ja gar nicht. Scheiße, jetzt schäumt die Mistkacke gleich. So, hier. Räder von Marc ist noch am Start. Voll geil, danke nochmal Marc dafür, ne? Weil die können wir eventuell auf 36C schmeißen von mir, den grünen. Das sind 14 Zoll und 185er Reifen. Genau das Reifen fahre ich auf 86C auch auf den grünen. Richtig oldschool. Ronal-Felgen, ne? Naja, wir gucken mal weiter mit unserem Plastikbomber. Mal gucken, wie wir wieder kommen. Weil irgendwann die Firma nach Hause. Oh oh, wo sind wir denn jetzt? In der Halle? Oha. Ja, ich würde mal sagen, 1500 Kilometer schon mal erledigt. Aber kommt noch einiges mehr. Weil wir müssen locker 60 fahren zu Vatern. So, Felgen liegen hier. Kaiserne Folien liegen hier. Und der Grund, warum ich hier bin, liegt auch hier. Der ist nämlich hier. Meine Kamera, weil da sind nämlich eure Videotags drauf. Die bin ich vergessen. Ich habe eine andere Kamera dabei. Ja, Hasis, der fliegt auch die scheiß Qualität, ne? Wisst ihr Bescheid? Wie gesagt, morgen wieder alles in gewohnter, normaler Gurken-Spezialqualität. Und so, ne? Ja, wisst ihr Bescheid und so. Fahrrad und. Keine Ahnung, was ich jetzt sagen soll. Ich bin der Schneidfritz. Und ich schneide gerne Videos. Weil, also habt ihr morgen kein Video, ne? So eng ist das hier geplant. Doof gelaufen. Wollte ich eigentlich mitnehmen, aber habt ihr vergessen. Und deswegen ist die jetzt wieder bei mir. Ein Glück. So, gut, würde ich sagen, weiter geht's, ne? So, jetzt fühlen wir uns wieder wohl im Gurkenauto. Leute, das war's. Das war, wir bringen Ruven zum Gockel und gucken, was Marc so macht. Video, Spezial, keine Ahnung was. Wir müssen ins Bett, ist schon scheiße spät. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne noch ein Abo da oder ein Bild von eurem Fahrrad oder sowas. Bis dann und ja, munter.